Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Raft. Mein Name ist Kubaner und es ist noch dunkel. Ja, in der letzten Folge habe ich ganz clever einen Haiköder versenkt, der irgendwie gar keine Wirkung hatte, aufgrund dessen, dass ich ihn aufs Boot geworfen habe und er ist, ja, ich weiß nicht, wo er gelandet ist. Keine Ahnung. Jetzt ist er halt weg und ich habe mir halt einen von den anderen, die ich ja auch in der letzten Folge gebastelt habe, mal schon ins Inventar gelegt oder vielmehr in die Schnellzugriffstasten und habe mich dann entschieden, in dieser Folge erstmal, auch wenn es dunkel ist, erstmal noch zu fischen. Also das ist ja egal, ob es dunkel oder hell ist beim Angeln. Wo ist er denn? Mir ist ein bisschen unklar, wieso der plötzlich... Was hat er jetzt da angegriffen? Na? Hä? Was hat er jetzt da angegriffen? War das jetzt der Haiköder, den er jetzt plötzlich gefunden hat oder was? Oder? Hä? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, ich verstehe es wirklich nicht. Legen wir hier mal irgendwas drauf. Also meinetwegen zum Beispiel auch mal einen Fisch. Und denn es wäre günstig, wenn wir was zu essen und zu trinken hätten. Das war jetzt eine super Idee, es einfach wegzuschütten. So. So, machen wir weiter mit dem Angeln. Tun so, als wäre das vorher alles nicht passiert. Haiköder versenkt. Ey, sag mal, was geht denn? Ja, super. Ja, super. Es läuft heute, läuft es aber echt auch wahnsinnig gut. Ey, Mann. Also. Ich will bei Dunkel nicht tauchen gehen, weil es ist unter Wasser noch dunkler. Klingt logisch. Ey, sag mal. Der scheint wirklich... Da ist der Haiköder. Der greift wirklich den Haiköder an. Da ist der Haiköder. Seht ihr ihn? Okay. Ja, gut. Dann kriegen wir ihn so. Aber er findet es uncool, wenn man ihn anpikst. Warum wohl? Ja. Es läuft vor sich hin, dieses Game. Ich warte und warte. Ich hätte jetzt ja gerne... Oh, nicht schon wieder so ein Fisch. Brauche ich den für den Haiköder? Ich glaube, das ist einer von den Fischen, die man für den Haiköder nicht gebrauchen kann. Oder? Täusch mich. Ja, so einen braucht man, glaube ich, für den Haiköder. Wir werden es gleich sehen. Ach ja. Na auf, mach schon. Makrelen kann man auf jeden Fall gebrauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt gucken wir mal. Den machen wir erstmal wieder dahin, den machen wir hier rüber. Haiköder. Ach doch, den braucht man. Guck an. Und die hier. Ach, die hier habe ich nicht. Ist aber egal, es ist ja genau.
Ist ja egal, hätte ich gedacht. Es ist egal. Es ist nur, ich hatte keinen Seil mehr. Da stellen wir einfach mal welche her. Okay, das ist der Fisch, den man nicht gebrauchen kann. Gut zu wissen. Bringt natürlich nichts, weil, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Man fängt immer den Fisch, den man fängt oder so. Das ist der Fisch, den man nicht gebrauchen kann. So, den Haiköder legen wir auch noch da rein. Den legen wir da drauf. Und dann, der passt da nicht rein, ne? Da war alles voll, ne? Egal, jetzt kümmern wir uns ums Tauchen. So, wir gehen schon mal in die andere Richtung. Warten, bis der Hai dort angreift. Kann ein paar Minütchen dauern. Zudem ich mir nicht sicher bin, was es mit dem zweiten Haiköder auf sich hat, der ja da auch noch ist. Aber jetzt nimmt er sich den. Das ist das, was er soll. Und ich kann hier direkt runter. Gab es da auch eine Truhe irgendwo? Nee, schade eigentlich nicht. Doch, da ist eine. Ich muss dringend wieder raus. Fuck, fuck, fuck. Puh. Halt. Da muss ich runter. Da gab es noch so viel Zeug. Nicht zuletzt das. Das wird jetzt ordentlich abgebaut hier. Nicht wie bei den letzten Inseln, wo ich immer mal so ein bisschen sporadisch und dann doch nicht wirklich. Jetzt wird es richtig gemacht. Denn das ist definitiv der einzige sinnvolle Weg. Oh! Ich finde den Weg wieder nicht. Eieiei. Schnell, 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 schnell. Aber die Musik passt jetzt gar nicht zum Sterben, finde ich. Ich muss jetzt erstmal essen und trinken. Wunden lecken sozusagen. Und eigentlich könnte ich auch ein paar Ziegel herstellen. Das müsste doch jetzt für den einen oder anderen Ziegel reichen, oder? Sehe ich das falsch? Die man dann mal hier auf dem Oberdeck eigentlich trocknen könnte. Da liegen sie nicht im Weg. Oder? Müsste doch reichen für Ziegel. Moment. Wo waren denn die? Hä? Da. Nasser Ziegel. Eins, zwei. Das sag ich doch. Da haben wir doch zwei. Super. Es läuft. Ich sag mal so viel, es läuft. Beim Kubaner läuft's jetzt. Ich kann's euch versprechen. Da geht was. Können wir auch da reinlegen. Und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum. Wir haben noch einen Haiköder. Und dann machen wir einen zweiten Tauchgang in dieser Episode. Da hat einer ein Eck weggefressen.
Oh, ist das tief, ist das tief, ist das tief, aber egal. Kommt, den hole ich noch. Und ab nach oben. Ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Oben! Wo tauchst du denn hin? Verdammt! Der frisst noch. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Es ist mir jetzt ein bisschen zu heikel hier. Hier gibt es doch auch noch was, noch viel näher. Zwei Tauchgänge in einer Folge, was wollen wir mehr? Und ganz schnell nach oben. Und wieder runter, denn da ist nämlich noch zweimal Ton, den hole ich mir. Das müsste doch Ton sein, oder? Das ist Sand. So schwer zu unterscheiden, Ton. Oh fuck. Jetzt muss ich ganz schnell weg. Nach oben. Wie wäre es mit nach oben? Hallo? Das war echt knapp. Meine Güte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war verdammt knapp. Ich bin doch außer Atem. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.